Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und im Namen der Hypos Finanzplanung darf ich Sie sehr herzlich zur heutigen Online-Konferenz begrüßen. Der Hypos Kapitalmarktdialog hat den Sinn, Ihnen relativ komprimiert in rund 40 bis 45 Minuten einen kompakten Überblick über verschiedene Fragestellungen der Kapitalmärkte zu geben. Das erfolgt jeweils aus der Perspektive eines privaten Anlegers und kann natürlich eine Beratung nicht ersetzen. Hierzu stehen wir Ihnen wie gewohnt telefonisch respektive per E-Mail zur Verfügung. Sie können jederzeit Fragen stellen, die können Sie über die entsprechende Funktion im System nutzen. Und sofern es an der konkreten Stelle direkt passt, gehe ich gerne gleich darauf ein. Und sofern es an einer späteren Stelle sinnvoller ist, weil ohnehin ein erklärender Chart dazu kommt oder das Thema noch besprochen werden soll, dann gehe ich im weiteren Verlauf darauf ein. Aber das Ziel ist natürlich, dass wir zum Ende des Webinars auf alle Ihre Fragen eingegangen sind, sodass Sie wirklich einen möglichst großen Erkenntnisgewinn und so hoffe ich auch einige Denkanstöße heute Abend mitnehmen. Wir schauen zunächst mal auf den Markt. Die Entwicklung im bisherigen Kapitalmarktjahr 2016 ist ja relativ interessant. Ich möchte jetzt weniger auf die einzelnen Themen eingehen, die die Märkte hier bewegen. Das können Sie ohnehin in der Presse, in Halbjahresberichten oder sonstigen Kommentaren nachlesen. Also schauen wir nur mal auf die Fakten, die verschiedenen Vermögensklassen hier produziert haben. Sie sehen es hier oben. Sehr starke Entwicklung, Gold mit einem Aufschlag von rund 28% in US-Dollar. Hier die doch stärkste Anlageklasse, wenn man die etablierten Vermögensklassen hier berücksichtigt. Wir haben hier natürlich noch Goldminenaktien, also sprich Unternehmen, die sich mit der Produktion von Gold beschäftigen, die noch mit einer sehr spektakuläreren Wertentwicklung, also hier gab es teilweise Entwicklungen zwischen 80 und 150%, je nachdem welchen Index respektive Investmentfonds Sie für diesen Sektor berücksichtigen. Also das war schon eine sehr, sehr starke Leistung. Aber was man auch sagen muss, Sie sehen es hier mit rund 9,83%, dass eine Vermögensklasse, die zeitweise als tot dargestellt worden ist, das sind eben hier die Rohstoffe, lange Zeit eine Durststrecke, wir hatten sehr, sehr große Überkapazitäten in diesem Sektor und mit der Veränderung des Wachstums in China und auch dem Abbau von Positionen durch verschiedene Anleger gab es hier doch in den vergangenen Jahren sehr unschöne Wertentwicklung und alles in allem hat sich das so wieder so ein bisschen gefangen und Sie sehen es hier zumindest im jetzigen Kalenderjahr eine ordentliche Wertentwicklung, die wir hier sehen. In grün sehen wir den MSCI Emerging Markets, also die Schwellenländer-Aktien, auch wiederum dargestellt im US-Dollar. Auch hier sehen wir eine ordentliche Wertentwicklung plus 8,33%. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Schwellenländer natürlich auch sehr, sehr stark an den Thema Rohstoffen dranhängen. Gerade wenn sie marktkapitalisierungsgewichtete Indizes haben, dann sind natürlich auch viele, viele Unternehmen hier direkt oder indirekt mit dem Rohstoffsektor verknüpft. Und wenn der Rohstoffsektor eben schwächelt, dann zieht das gleich den ganzen Index nach unten. Und wie gesagt, die Belebung bei den Rohstoffen auch positiv. Hier für die Klasse der Schwellenländeraktien. Wenn man die Schwellenländeranleihen betrachtet, sieht man hier auch seit langem mal wieder ordentliche Zuflüsse in diese Vermögensklasse. Also diese Erwartungshaltung vieler Marktteilnehmer, dass die Zinsen in den USA wohl doch nicht besonders schnell und deutlich steigen, die führt dazu, dass hier die Schwellenländer wieder gesucht sind, weil am Anlagenotstand auf globaler Ebene hat sich natürlich wenig verändert. In diesem schicken Lila, das hier sehen Sie den globalen Anleihemarkt. Also wenn Sie quasi den DAX nehmen, der als Proxy für den deutschen Aktienmarkt dient, dann haben wir hier diesen Barclays Global Aggregate auf globaler Ebene eben einen Vergleichsmaßstab für den Anleihemarkt. Und ich weiß nicht, wie oft Anleihen schon tot, wie soll ich sagen, tot kommuniziert wurden oder man hat ihnen keine Hoffnung mehr auf positive Renditen verheißen. Und Sie sehen es jetzt auch hier, Wertentwicklung in diesem Kalenderjahr plus 5,8%. Also das ist wirklich extrem, welche Nachfrage wir nach Anleihen haben und wie sich dieser Anlagenotstand und dieser Flucht in Sicherheit hier manifestiert. Also wirklich eine Rendite, mit der keiner gerechnet hat, auch wenn Sie europäische Unternehmensanleihen mittlerer Laufzeit nehmen. Da hat jeder am Jahresanfang gedacht, naja gut, was sollen wir da noch verdienen? Und ich glaube, da sind wir momentan auch bei plus 2,2%. Also man sieht schon, man wird dort sehr positiv überrascht.
was die kurzfristige Entwicklung betrifft. Aber wir dürfen uns hier nichts vormachen. Am Ende des Tages bei Anleihen sind das natürlich, diese Kursgewinne sind nichts anderes als vorweggenommene Coupons in der Zukunft, die sich hier im Kurs aktuell manifestieren. Und im Zeitablauf wird sich das natürlich wieder reduzieren, weil Anleihen typischerweise zu pari, also sprich zu 100, zurückbezahlt werden. Das wird noch ein ganz, ganz wichtiges Thema werden. Weil wenn Sie sich heute Anlagestrategien anschauen, die eben anleihelastig sind, dann muss man wirklich genau hinschauen, um zu verstehen, wo kommt denn die Entwicklung her und inwieweit wird die zukünftige Entwicklung belastet, dadurch, dass bereits so viel von der Zinscoupon-Thematik der nächsten Jahre aktuell bereits schon im Kurs enthalten ist. Also das sind so ein bisschen Vorzieheffekte, ist so ein bisschen wie mit der Abwrackprämie damals im Rahmen der Finanzkrise. Ich glaube nicht, dass man deswegen so viele neue Autos verkauft hat, sondern es wurden halt einfach Investitions- und Konsumentscheidungen vorgezogen, aber netto sind nicht so viele neue Autos unterwegs und so ein bisschen haben wir das momentan auch am Anleihemarkt. Dann der globale Aktienmarkt, Sie sehen es, plus 2,5% hier. Relativ solide und hier in diesem Bild die schlechteste Anlageklasse Aktien Europa. Nun ja, wir haben in Europa einige Querelen gesehen. Das ist natürlich auch ein Thema im späteren Dialog und dementsprechend auch hier die europäischen Aktien günstiger bewertet als zum Beispiel Aktien in den USA, weil hier kommt natürlich auch ein gewisser Sicherheitsabschlag zum Tragen. Also anders gesprochen, für Investitionen in die günstigere bewertete Vermögensklasse Aktien Europa im Gegensatz zu Aktien USA erwartet man eben eine Risikoprämie und diese Risikoprämie drückt sich eben mit niedrigeren Kursen aus. Also das, wie gesagt, die Entwicklung im Kalenderjahr 2016. Als strategischer Anleger ist das nur eine Zeitpunktbetrachtung, also nicht ganz so relevant, aber ich denke, es ist zumindest mal wichtig, sich alle 6 Monate mal mit der zugrunde liegenden Wertentwicklung der verschiedenen Kapitalmärkte zu beschäftigen. Was mir sehr am Herzen liegt, ist der nächste Punkt, weil ich der Meinung bin, dass das, was Sie in den Zeitungen lesen, in den Medien, in den Online-Portalen, in vielen Fällen nicht dazu geeignet ist, den Anleger, sei es den privaten oder den professionellen Anleger, in seiner Beziehung zum Kapitalmarkt zu stärken. Vieles ist darauf ausgelegt, marktschreierische Schlagzeilen zu produzieren, weil die Schlagzeilen müssen heute natürlich sehr offensiv sein. Weil nur offensive Schlagzeilen werden geklickt, nur Klicks bringen Reichweite und nur Reichweite bringt entsprechend wieder Werbeeinnahmen. Und dementsprechend, Sie erinnern sich, als wir am Donnerstag die Brexit-Entscheidung hatten, dann am Freitag die Verkündung, dann konnten Sie überlesen, der deutsche Aktienmarkt DAX eröffnet mit -11%, geht mit -7% aus dem Handel, also Riesenschlagzeilen, Billionen von Euros und Dollars an Marktkapitalisierung und Vermögenswerten vernichtet. Das sind natürlich alles tolle Schlagzeilen, aber was Sie nirgendwo gelesen haben, war die Preise, die einen Anstieg vorweggenommen haben, weil man geglaubt hat, dass der Brexit eben nicht kommt. Genau die Wertentwicklung, die hat man wieder aufgelöst. Man steht mit den Kursen da, wo man 7 bis 10 Handelstage vorher auch so stand. Eigentlich ist gar nichts passiert. Das lesen Sie eben nirgends. Und vor allem lesen Sie nirgends, wie sich der globale Kapitalmarkt entwickelt hat. Sie sehen hier dargestellt verschiedene Verhältnisse von globalen Aktien zu globalen Anleihen. Also hier haben wir ganz links haben wir 30% globale Aktien und 70% globale Anleihen. Und dann sehen Sie in Blau, sehen Sie die Wertentwicklung am 24. Juni. Das ist der Freitag nach dem Brexit, also donnerstags die Abstimmung, freitags dann die Verkündung und dann nochmal den 27. Juni. Das ist der Montag darauf und wir haben Ihnen das mal gezeigt und Sie stellen fest, Moment mal kurz, hier ist doch die Nulllinie. Dieses Portfolio aus globalen Kapitalmarkttiteln, das relativ simpel gestreut ist, also einfach globale Aktien, globale Anleihen, also nicht mal besonders sophisticated und unter Verzicht auf sowas wie Rohstoffe oder Edelmetalle oder sonstige absichernde Strategien wie zum Beispiel Trendfolger oder Hedgefonds oder ähnliches. Selbst diese simple Verteilung auf globale Aktien und globale Anleihen hat im Kontext dieser beiden Tage kein spektakuläres Minus von -10% produziert oder -7, was Sie dann ja auch in den Schlagzeilen verfolgen könnten. Nein, es gab eine positive Wertentwicklung von rund 1,3%. Hatten Sie ein bisschen mehr Aktien und ein bisschen weniger Anleihen, also haben Sie das einfach 50-50 verteilt. Dann stellen Sie fest, okay, Sie haben in der Kombination beider Tage 0,25% verloren. Und wenn Sie offensiver aufgestellt waren, also mit 70% Aktien und nur 30% Anleihen, dann haben Sie in der Kombination dieser beiden Tage rund 2% verloren. Und mir ist natürlich klar, dass das nicht dazu geeignet ist, Riesenschlagzeilen zu machen. Das sind keine Aufmacher,
auf den Titelblättern. Damit können Sie weder Börsenbriefe verkaufen noch Anlegermagazine groß promoten. Aber was man ganz klar sagen muss, dass der Kapitalmarkt seine Funktion, in dem jeder Anleger heute seine Chancen und Risiken auf globaler Ebene diversifizieren kann, über verschiedene Länder, Regionen, Schuldner, Währungen und auch Vermögensklassen. Die funktioniert auch in solchen Phasen wie unerwarteten politischen Ereignissen wie dem Brexit. Aber wie gesagt, das muss leider auch oder wird leider nicht genügend kommuniziert. Und gerade in einer Phase, in der wir heute leben, wo wir doch verschiedene Themen und auch Krisen haben im lokalen Bereich, ist es ja umso wichtiger, dass das Kapital wirklich global diversifiziert wird. Und Sie können das heute wirklich günstiger und effizienter denn je machen. Selbst heute als privater Anleger haben Sie eine Vielzahl an Instrumenten, eine Risikorenditestruktur zu erzielen, die wirklich zu Ihnen passt. Also, wie gesagt, nehmen Sie das bitte mal mit. Meines Erachtens, das muss der Vergleich für den globalen Kapitalmarkt sein und nicht der deutsche Aktienmarkt, der aus 30 Titeln besteht, gemessen am DAX, dazu noch extrem exportlastig ist, sehr stark an den Schwellenländern hängt, da natürlich auch sehr prozyklisch ist in seiner Wertentwicklung und eine enorme Schwankungsbreite aufweist. Das kann nicht der Vergleichsmaßstab für uns als Anleger sein für den globalen Kapitalmarkt. Meines Erachtens, im Mindesten müsste man sich hieran orientieren, 50% Aktien, 50% Anleihen. Das ist meines Erachtens der vernünftige Vergleichsmaßstab, wenn man den globalen Kapitalmarkt betrachtet. Und wenn Sie das noch weiter tiefergehend aufbauen und Sie brachten den globalen Kapitalstock, das heißt, Sie erweitern das um weitere Vermögensklassen wie Immobilien, wie Infrastruktur, wie Edelmetalle, wie Rohstoffe, dann werden Sie feststellen, dass der globale Kapitalstock, der Ihnen als Anleger zur Verfügung steht, weitaus weniger Schwankungen aufweist als das, was Sie in den Nachrichten und Schlagzeilen immer wieder bei solchen Tagen präsentiert bekommen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft und eine solche Umsetzung ist heute problemlos möglich für jeden Anleger. Das kann feingetunt werden auf Ihren individuellen Anlagehorizont, auf Ihre persönliche Vermögensstruktur und auf Ihre finanzielle Risikobereitschaft. Man muss sich nur mal aktiv mit dieser Thematik auseinandersetzen. Aber gut, nach diesem grundlegenden Thema, was mir im Herzen gelegen ist, schauen wir mal auf aktuelle Themen, die momentan die Kapitalmärkte bewegen. Wir schauen natürlich nach Italien. Das Thema Bankenkrise, Bankenrettungsfonds und ähnliches wird dort diskutiert. Und ich möchte Ihnen kurz zeigen, dass wir hier das alte Problem haben, wie mit der Henne und dem Ei. Also was war eigentlich zuerst da? Also wir schauen zunächst auf die wirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Rahmendaten, die uns hier in Italien präsentiert werden. Das sind jetzt viele Charts auf einmal, aber dann sehen Sie mal, mit was für Bildern wir uns den ganzen Tag beschäftigen müssen. Also gut für die Augen ist das wahrscheinlich auch nicht, aber sei es drum. Also was Sie hier sehen, ist jeweils in Grün die Darstellung für Italien. Orange ist die Eurozone. Wir beginnen hier links oben. Wir schauen uns die reale Wirtschaftsleistung an. Und Sie sehen im Jahr 2008 fortfolgend im Rahmen der Hypotheken-, Finanz- und dann auch Euro- und Staatsschuldenkrise gab es hier einen enormen Einschlag auf die Wirtschaftsleistung in Italien und man hat es seitdem nicht geschafft, sich zu erholen. Man geht hier tendenziell im Seitwärtstrend mit negativer Richtung nach unten. Die Eurozone hat es, Sie sehen es hier schon wieder geschafft, annähernd sein Niveau von vor der Finanzkrise zu erreichen. Klar, auch das heterogen, manche Länder ein bisschen stärker, andere ein bisschen schwächer, aber nichtsdestotrotz, Sie sehen schon diese Lücke zwischen Italien und der breiten Eurozone. Sie sehen es auch hier unten nochmal dargestellt, die Arbeitslosenquote nach der offiziellen Statistik in der Eurozone rund 10%. In Italien liegen wir da auch nochmal ein bisschen drüber. Und wenn Sie hier mal rechts schauen, dann schauen Sie sich mal die Jugendarbeitslosigkeit an in der Eurozone bei rund 20%. Und in Italien, da sind wir irgendwo zwischen 35 und 40%. Die Staatsverschuldung, auch die ist natürlich in der Eurozone zu hoch, weit davon entfernt, den Maastricht-Kriterien von 60% zu entsprechen. Gerade wurden ja auch wieder einige Defizitziele gerissen, zum Beispiel von Spanien und auch Portugal. Nichtsdestotrotz, Sie sehen es hier, die Staatsverschuldung in Italien relativ hoch mit 100, ja, 138%. In der Eurozone sind wir dann doch unter 100. Das Haushaltsdefizit auch hier, Sie sehen es, Italien, ja, Defizit tendenziell irgendwo zwischen minus 2,5 bis minus 3, die Eurozone selbst bei minus 2. Also, wir sehen schon insgesamt die volkswirtschaftlichen Daten für Italien auch im relativen Vergleich zur Eurozone tendenziell schwächer. Wir sind in einer Malaise, in einem Seitwärtstrend. Es ist Not für strukturelle Reformen. Und wenn natürlich in einer solchen Situation auch die
diejenigen, die Gelder verleihen an die privaten Haushalte und an die produzierenden Unternehmen, die haben dann natürlich tendenziell Probleme. Und dann sehen Sie eben das hier, dass der Anteil notleidender Bankkredite im italienischen Bankensystem rund 18%, so hier die Schätzung. Aber behalten Sie bitte im Hinterkopf, das ist doch nur das Symptom einer Wirtschaft, die große strukturelle Herausforderungen hat, die wirklich Reformen benötigt, um hier im globalen Kontext bestehen zu können. Und das meines Erachtens auch der wichtigste Punkt, den wir hier entsprechend eben auch diskutieren müssen. Ob daraus eine Ansteckungsgefahr für das europäische Bankensystem insgesamt besteht, das ist relativ schwer einzuschätzen. Die Meinungen gehen sehr stark auseinander, wie groß die Lücke zwischen den Rückstellungen der Banken für diese Problemkredite im Verhältnis zur effektiven Höhe ist. Wie gesagt, da gibt es viele Diskussionen, aber eins muss klar sein, wir sind in einer vernetzten Welt und das ist nur die Frage, wie geht man damit um? Wer muss im Endeffekt die Verbindlichkeiten oder Ausfälle tragen? Weil man hat das auch in Italien gesehen, dass wohl ganz klassische Anleger, die eigentlich ein Konto gesucht haben, also ne, sie bringen Geld zur Bank und sie kriegen einen Zins, also ganz klassische Einlage, dass die wohl auch in Produkte hinein, wie soll ich sagen, beraten wurden, die am Ende des Tages doch eher nachrangige Bankschuldverschreibungen sind, also sprich ein ganz anderes Risikoprofil haben als das, was Otto Normalbürger mit einer Bankeinlage assoziiert. Und dementsprechend sehen wir natürlich auch hier Eingriffe der italienischen Notenbank, die sich natürlich auch wieder im Gefüge der europäischen Notenbanken entsprechend auswirken. Und was Sie hier sehen, in Gelb, das sind die totalen Vermögenswerte der italienischen Notenbank. Das sehen Sie in diesem Gelb. Das sehen Sie an der rechten Skala abgebildet. Die Bilanzmenge sehen schon, dass das ordentlich nach oben geht. Und was auch nochmal ganz interessant ist, denke ich, dass hier natürlich auch die Verbindlichkeiten, diese sogenannten Target-2-Salden, die ja auch im Rahmen der ersten Phase der Euro- und Staatsschuldenkrise sehr stark thematisiert wurden, weil man sagte, Moment mal, wenn der Euro auseinanderfliegt, dann werden ja die Länder, die Verbindlichkeiten gegenüber dem Eurosystem haben, die haben dann ja quasi einen super Schnitt gemacht, weil die haben Geld bekommen, können es später nicht zurückzahlen. Und die Länder, die dort Forderungen haben in diesem sogenannten Target-2-System, die haben dann in Anführungsstrichen gelitten. Und was wir hier sehen, ist nichts anderes als das, was wir schon kennen. Deswegen neues Thema, alte Symptome. Klar, wenn natürlich hier die italienische Notenbank entsprechend aufkauft, dann sehen Sie hier, dass die italienischen Target-2-Salden, die steigen an. Das sehen Sie an der rechten Skala hier in Blau. Sie sehen die Entwicklung in der jüngeren Vergangenheit. Da geht es eben entsprechend ordentlich nach oben. Also auch das werden Sie in den nächsten Tagen und Wochen im Kontext dieses Themas immer mal lesen, dass man wieder argumentieren wird, dass hier Risiken umverteilt werden. Man wird wieder Diskussionen haben zwischen Geber- und Nehmerländern. Professor Sinn hat ja das Thema Target-2-Salden mal sehr prominent profitiert. Denke, er wird positioniert. Er wird sich hier mit Sicherheit auch mal äußern. Also am Ende des Tages, wie gesagt, eigentlich nichts Neues. Die Frage, die wir uns alle stellen müssen, damals ist nichts passiert. Wird diesmal was passieren? Wenn ja, wo genau wird es Einschläge geben und werden diese Einschläge regional begrenzt sein? Könnten diese Einschläge gegebenenfalls auch den Staat Italien überfordern, sofern er denn überhaupt eingreifen darf? Beziehungsweise wie geht man insgesamt damit um? Weil man möchte ja eigentlich den Steuerzahler nicht für Bankprobleme haften lassen. Auf der anderen Seite würde man, wenn man die Bank umfallen lässt, ja den klassischen Sparer auch treffen, weil der hat ja der Bank Darlehen gegeben. Also Sie sehen schon, das spielt auch viel Politik mit rein. Wir haben auch noch das Verfassungsreferendum in Italien ja auch im Oktober. Und ich glaube, dass man sich hier etwas nicht erlauben kann, da das in die Richtung geht, dass es hier zu Ausfällen für Leute kommt, die glauben, dass sie simple Sparguthaben hier haben. Das wäre für die politische Bühne mit Sicherheit schlecht. Und unter diesem Gesichtspunkt wird man wohl irgendwie daran arbeiten, dass man das ganze Thema löst. Und klar, am Ende des Tages geht es immer um das Thema Umverteilung und dass man dafür irgendwann mal einen Preis zahlen muss. Das ist, glaube ich, jedem klar. Die Frage ist nur, wo genau an welcher Stelle wird ihn wer denn zahlen müssen? Also, das ist das Thema zum Thema italienische Bankenkrise. Und an der Stelle möchte ich hier kurz mal eine Umfrage starten. Und zwar, wie haben Sie denn auf das veränderte systemische Risiko im europäischen Bankensektor reagiert? Oder beziehungsweise haben Sie auf das systemische Risiko im Bankensektor reagiert? Also diese ganzen Schlagzeilen mit den Problemen, mit den möglichen Auswirkungen,
Haben Sie da irgendwas getan oder haben Sie das Thema komplett außen vor gelassen? Das würde mich einfach mal persönlich interessieren und ich glaube, es ist ja auch mal für Sie interessant zu sehen, was so die anderen Teilnehmer hier entsprechend kommunizieren. Ja, 2/3 der Teilnehmer haben mittlerweile geklickt. Ich würde sagen, wir warten noch kurz, bis wir zumindest mal 80% haben. Also bitte noch kurz mal auf etwas eingehen, die Frage beantworten. Ja, haben Sie reagiert auf das veränderte systemische Risiko? Nein, ich habe nichts getan. Oder ja, was ist das überhaupt? Das hier die dritte Auswahlmöglichkeit. Also schauen Sie mal, was Sie da angeben. Also, soweit, so gut. Wir haben eine ordentliche Teilnehmerzahl. Das Ergebnis sieht so aus. Ich übertrage Ihnen das Ergebnis kurz. Das sollten Sie bereits jetzt hier sehen. Genau. Also, 81% haben gesagt, nein, wir haben nicht auf das veränderte systemische Risiko reagiert. 19% sagen, sie haben bereits reagiert. 0%, das spricht für ihre finanzielle Bildung, haben die Frage, was ist das, gar nicht erst gestellt. Also das schon mal positiv, weil in unserer Wahrnehmung können viele Anleger mit dem Begriff überhaupt gar nichts anfangen. Deswegen wollen wir uns das Ganze auch mal kurz hier anschauen. Und zwar, wie Sie hier entsprechend, wie wir es definieren müssen. Ich habe Ihnen das mal mitgebracht in der Definition. Und da haben wir nochmal das systemische Risiko. Das habe ich schon im Finanzlexikon und das ist jetzt natürlich viel Text. Es gibt unterschiedliche Definitionen, aber um was es mir hier geht, ist das Thema, dass grundsätzlich ist die Gefährdung gemeint eines gesamten Systems. Also das, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Die führen hier auf die internationale Finanzordnung, sodass nicht nur spezifische Risiken, also spezifische Risiken sind eben das Risiko einer Bank, sondern alle Marktteilnehmer davon gemeinsam betroffen sind. Also das grundsätzliche systemische Risiko, was auch klar ist, einzelne Marktteilnehmer können dieses systemische Risiko nicht verhindern. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir haben. Und wir sehen auch häufig, dass letztendlich Kettenreaktionen solche systemischen Risiken hier letztendlich auslösen. Wir haben also Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Themen. Da haben wir das Beispiel, der Zusammenbruch einer großen international agierenden Bank kann fortlaufend zum Zusammenbruch des weltweiten Bankensektors führen. Auch die Illiquidität einzelner Teilnehmer kann zu Liquiditätsschwierigkeiten führen. Stichwort Lehman Brothers, die waren ja eigentlich gar nicht so groß im globalen Finanzkontext, aber die Schockwellen hat ja jeder deutlich gespürt. Und das, glaube ich, momentan das große Thema, was wir haben und was niemand genau spezifizieren kann. Wir haben zum einen den unerwarteten Ausgang des Referendums in Großbritannien. Wir haben zum anderen jetzt Probleme im italienischen Bankensektor und grundsätzlich, wenn Sie den europäischen Bankensektor betrachten, dann sagt Ihnen natürlich auch die Kursentwicklung der Aktien einiges aus. Schauen Sie sich mal an, die Kurse der Credit Suisse, der UBS, der Deutschen Bank. Ich glaube, eine Deutsche Bank steht momentan ja irgendwie bei 13, 14 Euro. Die standen vor der Finanzkrise Ende 2007 eher so bei Richtung 120. Und da muss ich einfach sagen, dass der Bankensektor, der für die Volkswirtschaft ja doch sehr wichtig ist, da letztendlich ja auch Kredite vergeben sollte. Die sind natürlich momentan stark an der Leine, die haben keine Zinsmarge mehr, da ist ein massives Geschäftsfeld weggebrochen. Der Eigenhandel wurde regulatorisch zurückgeschnitten, das entzieht dem Finanzsystem, glaube ich, langfristig auch eine gewisse Liquidität. Dazu werden sie momentan auf verschiedensten Geschäftsfeldern angegriffen und teilweise hört man schon, ja, Banking braucht man, aber Banken braucht man nicht mehr. Also das sind schon wichtige Themen und die Banken sind ja auch über Aktienindizes sehr, sehr stark natürlich in nahezu jedem Portfolio enthalten, weil wenn Sie heute einen Indexfonds kaufen auf europäische Aktien, dann sind da natürlich Finanztitel mit drin. Wenn Sie heute einen Anleihe-ETF kaufen, dann sind da natürlich auch Banken und Finanzdienstleister ordentlich vertreten, weil Banken natürlich viele Anleihen emittieren, um sich zu refinanzieren. Und selbst wenn Sie einen aktiven Fonds kaufen, dann gehen die tendenziell nicht so weit von einer Benchmark weg, also einem Vergleichsindex weg. Also haben Sie da auch ordentliche Bank- und Finanzrisiken auch mit drin. Also das ist ein wichtiger Punkt und die Frage ist, was kann man nun als Anleger tun? Zum einen ist es so, dass man sich selbst drum kümmern muss und ich bin immer ein großer Freund davon, wenn man Versicherungen gar nicht erst an Anspruch nehmen muss. Also sprich, es gibt ja nicht für solche Fälle, dass einzelne Institute Probleme haben, haben sie verschiedene Einlagensicherungssysteme im privaten Bankensektor, im Genossenschafts- respektive Sparkassensektor.
Aber diese Einlagensicherungssysteme, die basieren immer darauf, dass ein einzelnes Institut sich verzockt. Also Sie haben eine regionale Bank, die gibt eben dem lokal ansässigen Großunternehmen einen zu großen Kredit. Das Geschäftsmodell des Unternehmens funktioniert nicht mehr. Das Großunternehmen kann den Kredit nicht zurückzahlen. Unser kleines Institut muss Kredite abschreiben, kommt in eine Schieflage, dann kommt der große Verbund und rettet dieses einzelne Institut. So, jetzt haben wir aber ein anderes Problem. Wie eben angesprochen, niedrige Zinsen, Probleme im Geschäftsmodell und ähnliches, das trifft ja alle Banken. Und dann kommt natürlich auch eine Einlagensicherung an Probleme, weil sie können nicht den kompletten Sektor retten. Und von daher muss man sich überlegen, wie man mit dem systemischen Risiko umgeht. Sie werden es sich denken, unsere Antwort auf solche Herausforderungen ist das Thema breitere Risikostreuung. Ich habe es in der Überschrift geschrieben, diversifizieren Sie doch einfach selbst. Hier ist mein Portfolio, was Sie auch ganz normal bei uns erwerben können, was ein Live-Portfolio ist, was wir bei verschiedensten Anlegern unterschiedlichster Größenordnung einsetzen, vom privaten Anleger bis hin zum Firmenkunden. Und da sehen Sie, okay, eine breite Mischung von deutschen Qualitätsanleihen, die sind teuer, aber die werden Ihnen im Fall eines systemischen Events immer noch Kursgewinne bringen. Weil klar, die Rendite für 10-jährige Deutsche steht bei minus 0,2. Aber lassen Sie mal das Bankensystem in wirkliche Probleme kommen. Da stehen auch mal ruckzuck minus 1 bis minus 2 auf der 10-jährigen temporär. Also im Risk-Off darf man, glaube ich, darauf hoffen, dass die funktionieren. Dann globale Qualitätsanleihen, kurzer Laufzeit. Dann inflationsgebundene Anleihen, um davon zu profitieren, wenn die Inflation mal anschrimmt. Dann ein bisschen europäische Anleihen, dann Hochzinsanleihen aus den USA, Unternehmensanleihen aus den USA. Ein großes Thema aktuell, wo man auch ganz klar sagen muss, wenn Sie heute in US-amerikanische Unternehmensanleihen investieren, dann haben Sie ein bisschen mehr Rendite als in der Eurozone. Aber Sie tragen ja auch das Währungsrisiko. Wenn Sie das Währungsrisiko absichern, dann ist Ihre Rendite nicht höher als in der Eurozone. Also sprich, Rendite in der Eurozone ist genauso hoch wie Rendite im US-Anleihemarkt mit Währungsabsicherung. Nur der Punkt ist natürlich, im US-amerikanischen Rentenmarkt habe ich natürlich auch nicht dieses Stresspotenzial, was ich momentan in der Eurozone habe. Das systemische Risiko in den USA ist bedeutend kleiner als im Euroraum. Und dementsprechend bin ich ein großer Freund davon, zu sagen, wenn ich für ein Risiko nicht vergütet werde, dann gehe ich gar nicht erst ein. Und wir haben gerade heute Mittag von einem sehr, sehr großen Anbieter von ETFs, also Indexfonds, das Research bekommen, die Mittelzuflüsse in US-amerikanische Unternehmensanleihefonds mit sehr kurzer Laufzeit, mit auch günstigen Gebühren. Sie zahlen dafür momentan 20 Basispunkte, also 0,2%, also quasi nichts. Die sind massiv angestiegen. Und ich glaube, das wird ein Thema sein, dass sich nach und nach mehr Anleger mit dem politischen Risiko in der Europäischen Union beschäftigen. Dazu noch das systemische Risiko aus dem nach der Finanzkrise nie ganz kurierten Banken- und Finanzsystem. Und dann ist die Frage, wohin mit dem Geld? Und dann schauen Sie in die USA. Und dann sagt man, okay, Staatsanleihen, da muss ich zu lange Laufzeiten eingehen, um noch Geld zu verdienen. Also gehe ich auf die Unternehmensebene, wähle da eine kürzere Laufzeit, sichere mein Währungsrisiko ab und habe da eine vernünftige Risikostreuung. Und das Schöne ist, Sie können das heute mit einem Mandat machen, da brauchen Sie 10 Millionen Euro, um sowas zu strukturieren. Oder Sie können einen Indexfonds kaufen, der kostet Sie, ich weiß gar nicht, 250 Euro oder irgendwas und Sie haben das gleiche Ergebnis. Also sprich, das, was ich am Anfang sagte, der Privatanleger hat heute sehr, sehr schöne Werkzeuge, die ihn fast auf eine Ebene mit sogenannten institutionellen Großinvestoren stellen, obwohl er viel, viel weniger Kapital einbringen muss. Also wie gesagt, das zum Thema. Mein Thema wäre, reagieren Sie ein bisschen auf das systemische Risiko. Dazu gehören Edelmetalle, dazu gehört globale Streuung über verschiedene Vermögensklassen. Und auf der ganz einfachsten Ebene heißt es eben, ich habe nicht mehr alles im Euro-Rentenmarkt, sondern ich habe es diversifizierter. Weil das muss auch klar sein. Wenn Sie heute Geld bei der Bank haben und Sie haben Geld in der Versicherung eingezahlt, dann haben Sie zwar zwei verschiedene Töpfe, Sie haben zwei verschiedene Kapitalanlagestrukturen, zwei unterschiedliche Aufsichts- respektive auch Sicherungssysteme, aber sowohl die Banken als natürlich auch die Versicherer haben ja einen Großteil des Kapitals am Euro-Rentenmarkt. Also am Ende des Tages sind Sie natürlich in einem sehr identischen Risiko. Und da wir nicht wissen, ob sich dieses Risiko mal manifestiert, sollte man das Risiko streuen. Ein Beispiel haben Sie hier, aber auch wie gesagt, das kann man natürlich auf Ihre persönlichen Vorstellungen entsprechend anpassen. Das jetzt hier die Anleiheallokation, wie wir sie auch in der strategischen Vermögensverwaltung bei den Faktorportfolios ungefähr abgebildet haben, aber wie gesagt, das individualisierbar.
Schauen wir kurz zum Thema Zins. Der Zins ist am Ende die Geldpolitik auch. Das Thema Anlagenotstand bewegt ja die Märkte, bewegt die Anleger, bewegt die Gazetten. Es ist teilweise doch sehr dubios, was man an Ausweichreaktionen findet. Damit meine ich sowohl die Finanzbranche, also was man da versucht an Strategien, um irgendwo ein halbes Prozent Rendite mehr oder weniger rauszuquetschen, das ist doch schon spektakulär. Wir sehen das auch im Immobilienmarkt hier in Deutschland. Das ist natürlich schon interessant und ich habe irgendwann mal gelernt in Volkswirtschaftslehre, erstes Semester, der Zins ist der wichtigste Preis der Volkswirtschaft, weil es ist der Preis des Geldes und wenn der Zins zu niedrig ist, dann kommt es zu Fehlallokationen von Kapital. Also es werden Investitionen getätigt, die sich nur rechnen, weil der Zins so niedrig ist. Am Ende des Tages wird man für das eingegangene Risiko nicht mehr vergütet. Und ich glaube, diese Situation, da sind wir uns alle einig, die haben wir momentan hier mit Sicherheit auch. Will Ihnen das aber natürlich nochmal demonstrieren. Sie sehen hier die Renditen von deutschen Staatsanleihen in grün für 10-jährige Laufzeiten, also Restlaufzeiten in orange für 30-jährige Papiere. Einfach mal auf Sicht der letzten 15 Jahre und Sie sehen schon hier, vor 15 Jahren, da haben Sie für eine 10-jährige Deutsche noch 5% Rendite bekommen. Heute sind Sie bei ja minus 0,2. Das müssen Sie sich mal überlegen, was das bedeutet für ein Finanzsystem, was auf positiven Nominalzinsen ausgelegt ist, was ein Verfall von plus 5 auf minus 0,2 bedeutet. Der Schaden bei der kapitalgedeckten Altersvorsorge, bei der privaten Krankenversicherung, bei allem, was zinsorientiert angeht, der ist enorm. Ob der DAX mal 5 oder 10 oder 25% fällt, das ist dagegen fast ein Kindergarten. Das ist wirklich ein sehr, sehr nachhaltiger Schaden im Finanzsystem. Und selbst wenn die Leitzinsen morgen auf 3% steigen würden, das ist etwas, was uns über Jahre nachhängen wird und was zu großen Problemen noch führen wird. Viele Anbieter werden es wahrscheinlich schaffen, ihre Garantien zu erfüllen. Wahrscheinlich. Nur wenn sie die Garantien mal auf ihre persönliche Situation beziehen, also nach Inflation, nach Kosten und nach Steuern, muss man ganz klar sagen, dass die kapitalgedeckte Altersvorsorge heute eigentlich den Begriff Altersvorsorge nicht mehr verdient, weil Altersvorsorge bedeutet positive reale Renditen und positive reale Renditen sind vor dem Hintergrund der vorliegenden Fakten absolut unrealistisch. Aber schauen wir mal kurz hier, ja, nach Europa, in die Eurozone und da sehen Sie es auch. Ja, die Zinsen für verschiedenste Anleihen auf einem lächerlich niedrigen Niveau. Sie sehen es hier auch am rechten Rand, ja, dann beim Renditeniveau, egal ob es jetzt Deutschland ist, Irland, Spanien, Italien, lächerlich niedrig. Gut, Portugal ist halt ein bisschen was über 3%. Aber wir müssen uns natürlich fragen, ob das angemessen ist, ob hier Rendite und Risiko wirklich im Einklang stehen oder ob das hier nicht das Vertrauen auf die Europäische Zentralbank ist, die am Ende des Tages schon wohl alles aufkaufen wird. Und ich finde es sehr gefährlich, sich nur auf die Notenbank zu verlassen. Investitionen sollten genauso wenig nur steuerlich motiviert sein, wie sie nur motiviert sind aufgrund der niedrigen Zinsen. Und wir haben das in der Vergangenheit gesehen, dass immer die Anleger, die sehr defensiv agiert haben, die gesagt haben, ich will ja eigentlich nur den sicheren Zins, den es vor 5 Jahren noch gab. Das waren die, die damals in der Finanzkrise am schwersten getroffen waren. Das waren die Geldmarktfonds, die mit Hypothekenpapieren aus den USA gepimpt waren. Das waren dann die offenen Immobilienfonds, wo man über 50 Jahre quasi kein Zucken im positiven Kursverlauf hatte. Und auf einmal waren die Dinger so mit Geld überflutet, dass es zu massiven Abwertungen kam. Und am Ende des Tages sind die Dinger heute in der Abwicklung mit Wertverlusten zwischen 30 und 40%. Also das ist schon der Punkt. Risiko können Sie nicht nur aus dem Kursverlauf ableiten. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der wichtig ist. Und ich habe es eben angesprochen, wenn Sie heute Geld bei der Bank haben, das gilt für die Italiener, für die Spanier, für die Portugiesen genauso. Die Bank parkt einen Teil bei der EZB, zahlt dort einen gewissen Strafzins, den Rest vergibt die Bank an Unternehmen. Dann tragen Sie das konjunkturelle Risiko entsprechend hier des Landes, des Unternehmens. Der Rest geht natürlich an die verschiedenen Anleihemärkte. Also jeder von uns ist im Euro-Anleihemarkt investiert. Selbst wenn Sie kein Wertpapier besitzen, weil Sie alles bei der Bank haben, Sie sind im Euro-Anleihemarkt bis und von, wie sagen wir schon, unterkante Oberlippe investiert. Und wenn Sie eine Diversifikation erreichen wollen, eine Risikostreuung, dann ist das die Aufgabe von niemand anderem außer Ihnen. Also den Wahnsinn sehen Sie hier. Die Rendite einer 2-jährigen US-Staatsanleihe, ja rund 0,6 Prozent, eine 30-jährige japanische Staatsanleihe, ja Sie sehen schon hier, ja 0,1%. Wir reden über die Volkswirtschaft Japan mit einer exorbitant hohen Verschuldung, mit extrem schlechten demografischen Parametern,
Mehr Windeln werden an Rentner verkauft als an junge Kinder. Wir sehen, dass der Arbeitsmarkt dort besser wird, nicht weil mehr Stellen geschaffen werden, sondern weil mehr Menschen aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, als in den Arbeitsmarkt hinzukommen. Also trotzdem sehen Sie im Endeffekt, die Renditen hier sind auf einem extrem niedrigen Niveau, weil man sich am Ende darauf verlässt, dass man hier die Verschuldung, die viel von Inländern gehalten wird, letztendlich stabil halten kann und dass man das Geld zurückbekommt. Am Ende des Tages gibt es eine Notenpresse hier, die das ganze Thema richtet. Und meine Damen und Herren, wenn ich Ihnen nun das Ganze gezeigt habe und Ihnen noch sage, dass die Inflationserwartungen auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau sind, die steigen zwar ein bisschen an und die haben so einen Ausnahmefall, wo der eine oder andere Analyst sagt, Großbritannien könnte 5% Inflation bekommen, aufgrund dessen, dass natürlich hier das Pfund so massiv abgewertet hat. Aber grundsätzlich muss man noch diese Frage mal stellen. Wäre ein dauerhaft niedriges globales Wachstum, das S können wir hier streichen, das ist zu viel, mit sehr niedrigen Zinsen und unterdurchschnittlicher Inflation für Sie eine Überraschung? Und das ist mal der nächste Punkt, den ich als Frage mal an Sie hier positionieren möchte. Wäre es für Sie eine Überraschung, wenn das Wachstum dauerhaft niedrig bleibt, wenn die Zinsen aufgrund des niedrigen Wachstums ebenfalls niedrig bleiben, wenn wir aufgrund des globalen Angebotsüberhangs, dass wir mehr an Waren und Dienstleistungen produzieren können, als aktuell nachgefragt werden, wäre das für Sie eine Überraschung, wenn das im Endeffekt so bleibt? Und da bin ich mal sehr gespannt, weil meine nächste Folie wird sich natürlich überraschenderweise nach meiner hervorragenden didaktischen Herleitung auf diese Frage beziehen. Also 52% haben gewählt. Ich denke, 80% ist immer eine gute Zahl. Da warten wir noch ab. 62%. Also, wie gesagt, keine Angst, Sie haben nichts zu verlieren. Wir werden die Umstimmungsergebnisse lediglich auf unserer Webseite veröffentlichen mit Ihren Klarnamen und den E-Mail-Adressen. Also von daher brauchen Sie keine Angst haben. Nein, Spaß beiseite. Das bleibt natürlich unter uns. Es geht nicht darum, wer hier was angibt, sondern uns interessiert natürlich einfach Ihre Meinung hier zu diesem Thema, weil ich glaube, dass es auch durchaus repräsentativ für den interessierten Anleger ist, was Sie hier entsprechend angeben. Also, wir schließen das Ganze mal. Ich übertrage Ihnen das hier auch nochmal, dass Sie das Ergebnis sehen. Also Sie sehen schon, 80% sagen natürlich nicht. Nur 20% sagen klar. Wieso auch nicht? Also sprich, 80% sind der Meinung, dass das dauerhaft niedrige globale Wachstum mit sehr niedrigen Zinsen und unterdurchschnittlicher Inflation keine Überraschung wäre. Da muss man sagen, das ist auch die natürliche Antwort. Wenn wir überlegen, was wir in den letzten Jahren lesen durften, seit dem Beginn der Finanzkrise in den USA, wenn wir uns anschauen, dass Sie ja quasi täglich irgendwelche Charts und Nachrichten bekommen, wo Ihnen irgendjemand zeigt, dass die Zinsen auf dem niedrigsten Niveau seit 300, 400, 500 Jahren sind, oder ich habe jetzt was gesehen für, ich glaube, Holland, da hat man gesagt, die Zinsen sind so niedrig wie seit 2000 Jahren nicht mehr. Also klar, dazu haben wir natürlich die Thematik, wir haben eine alternde Bevölkerung, uns fehlt langsam auch ein bisschen die Produktivität. Wir haben eher digitalen Fortschritt, der jetzt auch einige sehr stark begünstigt, aber breite Bevölkerungsteile natürlich auch vom Wachstumspfad ein bisschen abschneidet. Also alles, was man liest und wenn man auch sich Bücher anschaut, dann finden Sie sehr, sehr viele fundierte Begründungen, die genau zu dem Ergebnis führen, was Sie hier eben auch gesagt haben. Also 80% sagen, das wäre doch keine Überraschung. Und wenn wir uns momentan den globalen Kapitalmarkt anschauen und die Positionierung der Kapitalmarktteilnehmer, dann wird genau das, was Sie eben gesagt haben, auch durch die Positionierung der Marktteilnehmer ausgedrückt. Wir sehen spektakuläre Wertentwicklung bei festverzinslichen Wertpapieren, was zu extrem niedrigen Renditen führt. Wir sehen eine hohe Nachfrage, wenn es um Aktien geht, nach defensiven Aktiensektoren. Also man möchte zwar Aktien haben, aber diese Aktien sollen bitte eine höhere Qualität haben als der Durchschnitt. Diese Aktien sollen bitte weniger stark schwanken als der Marktdurchschnitt. Also man möchte insgesamt Qualität mit niedriger Schwankungsbreite, am besten nicht zyklische Geschäftsmodelle wie zum Beispiel Nestlé und ähnliches. Und ich glaube, der Punkt ist, den wir an dieser Stelle haben, dass auch die Politik mittlerweile zu der Erkenntnis kommt, dass es die Geldpolitik nicht richten wird, dass der Transmissionskanal billiger
Zinsen nicht dazu führt, dass mehr Kredite in der Wirtschaft vergeben werden, aufgrund der Regularien für die Banken, dass dementsprechend wenig von dieser ursprünglichen Intention wirklich in der Wirtschaft ankommt und dass man mit diesen sehr niedrigen Zinsen lediglich bewirkt, dass die Umverteilung zwischen Arm und Reich, plausibel gesprochen oder platt gesprochen zwischen Vermieter und Mieter, ja, natürlich auch gesellschaftlichen Sprengstoff bietet und solche Referenden wie in Großbritannien zum Brexit sind natürlich ein Ausdruck dieser Thematik, weil viele Leute sich damit schwer tun zu verstehen, dass wir demografischen Gegenwind haben, dass wir eine Globalisierung haben, die Mittelschicht in der westlichen Welt erheblich trifft, dass wir das Thema Automatisierung und Robotisierung haben, was auch gewisse Bevölkerungssegmente vom Arbeitsmarkt tendenziell abkapselt. Und das ist für viele Leute schwer zu greifen. Also projiziert man seinen Unmut auf denjenigen, der es auch durch schlechte Leistung verdient. Das ist in vielen Fällen, bleiben wir jetzt mal bei dem simplen Beispiel, eben die Politik, respektive auch hier bei uns natürlich die Europäische Union. Also hat man Angst davor, was passiert mit diesem wirtschaftlichen Thema. Und ich glaube, wir sind langsam an einem Wendepunkt angekommen. Das heißt, man erkennt, dass es die Geldpolitik nicht richten kann. Und es wird seit ja, 1, 2 Wochen darüber spekuliert, dass man fiskalpolitisch wirklich massive Maßnahmen sehen wird. Ich habe es Ihnen vorhin mal ausgeschnitten von CNBC. Also Japan sagt hier, okay, man will ja ein massives Stimulationsprogramm letztendlich auf den Weg bringen. Es wird diskutiert, ein Volumen von rund 100 Milliarden US-Dollar. Es gibt Gerüchte darüber, dass man auch mit Verantwortlichen in den USA spricht, auch in der Eurozone. Also ich denke, die wesentliche Message wird die folgende sein. Man wird feststellen, die Geldpolitik alleine wird es nicht richten. Man wird argumentieren, dass sie nur bestimmte Teile der Bevölkerung begünstigt, dass man aber nicht das gesellschaftlich wünschenswerte Ziel erreicht, breite Bevölkerungsschichten damit in Lohn und Brot zu bringen. Also am Ende des Tages, ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir massive fiskalpolitische Stimuli bekommen, dass man die fehlende Nachfrage in der privaten Wirtschaft durch Nachfrage des Staates kompensieren wird. Das sind Bauprogramme, das ist Infrastruktur und ähnliches. Das sind tendenziell personalintensive Themen. Damit schaffen sie natürlich entsprechend Arbeitsplätze. Das Ganze kann man finanzieren über die Ausgabe von Anleihen, die dann von den Notenbanken gekauft werden. Das können sie über neue Schulden finanzieren. Dann wird man eben diese neuen Schulden nicht in die Defizite eingrenzen, weil das sind dann sogenannte gute neue Schulden, weil sie ja für zukünftiges Wachstum wichtig sind. Ich glaube, das wird das Thema werden. Und auf der mittelfristigen Zeitachse glaube ich auch, dass man dann, wenn man das auf den Weg gebracht hat, diese fiskalpolitischen Stimuli, die übrigens natürlich die Rohstoffe stimulisieren werden, die natürlich auch dafür sorgen, dass zyklische Sektoren stimuliert werden, dass wir auch dann sehen würden, dass wir uns über eine Anhebung der Zinsen unterhalten werden. Weil momentan muss man ganz klar sagen, beim Otto-Normalverbraucher sind die niedrigen Zinsen, außer sie haben halt eben einen Kredit aufgenommen für ein Häuschen, ja nicht wirklich angekommen. Was man aber tut, ist, man schädigt die Kapitalwerte der Altersvorsorge und stellt deren Funktion, zumindest in Ländern, die sehr zinslastig agieren, wie Deutschland, wirklich in Frage. Und das ist natürlich ein gesellschaftliches Problem, was sehr, sehr viele Menschen, in Klammern, sehr, sehr viele Wähler trifft. Und von daher glaube ich, ist das ein wichtiger Punkt. Wir sind momentan alle in diesem massiven Anlagenotstand. Viele fühlen sich genötigt, jetzt etwas zu tun. Man versucht, etwas zu finden, was ein Zinsersatz ist. Und ich glaube, wir sollten es anders denken. Wir sollten darüber nachdenken, unser Kapital global zu streuen, eben die Funktion des globalen Kapitalmarktes zu nutzen, in Abhängigkeit unserer eigenen finanziellen Risikobereitschaft. Aber wir sollten uns auch gleichzeitig fragen, wenn es anders kommt als das, was der Mainstream momentan aufgrund der aktuellen Datenlage und der aktuellen Medienberichte momentan annimmt, das, was Sie eben auch mit 80% als wahrscheinlich erachtet haben. Wenn es anders kommt, dann liegt das das Überraschungspotenzial auf dieser Seite. Wenn die Zinsen niedrig bleiben und es gibt kein Wachstum, ist kein Überraschungspotenzial. Das ist doch in den Kursen eingepreist. Kurse und Kursveränderungen kommen ja daher, dass sich etwas anders realisiert, als es die breite Masse erwartet und dementsprechend, als es momentan in den Preisen einkalkuliert ist. Und dementsprechend dieses Thema, was wäre denn, wenn wir eine globale Wachstumsüberraschung bekommen, egal wie sie finanziert wird, das lassen wir jetzt mal außen vor, wenn man dementsprechend sagen kann, wir können die Zinsen ein bisschen erhöhen, weil in einem solchen Umfeld hätten wir auch steigende Inflationsraten.
dann steigt halt die Inflation um 1,5%. Wenn die Inflation um 1,5% steigt, dann kann auch die Zinsen um 1,5% steigen. Dann ändert sich das reale Zinsniveau nicht. Für den Schuldner ist es positiv, weil er hat sich ja momentan relativ langfristig günstig finanziert, wie das viele Unternehmen und Staaten ja auch getan haben. Und dann hätten sie auch wieder ein bisschen Druck von der kapitalgedeckten Altersvorsorge. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt mit der aktuellen Datenlage. Aber wie gesagt, meines Erachtens sollte man sich mal darüber unterhalten, wie Sie das abbilden, was Ihrer eigenen Meinung nicht entspricht. Wie bilden Sie eine Wachstumsüberraschung mit etwas höherem Zinsniveau, zumindest auf der nominalen Ebene, und einer höheren Inflation ab, als das, was momentan alle erwarten? Ich glaube, das ist die wesentliche Botschaft, mit der wir uns beschäftigen sollten. Und nun, ja, meine Damen und Herren, Sie müssen natürlich aktiv werden. Das ist nicht die Frage, weil eins ist klar, wir haben das Problem, wenn Sie sich das betrachten, auf der Hochachse haben wir einen Kontrollverlust und auf der horizontalen Achse einen Grad der Risikostreuung. Und es ist, glaube ich, eingängig, wenn ich nur ein, zwei Vermögenswerte habe, mein Bankkonto plus meine Immobilie, dann habe ich ein sehr hohes Kontrollgefühl, aber ich habe natürlich einen extrem geringen Grad der Risikostreuung, wie ich Ihnen hoffentlich vermitteln konnte. Was auf jeden Fall erforderlich ist, Sie müssen den Grad der Risikostreuung erhöhen. Sie müssen hierhin, Sie müssen hierhin, Sie müssen den Grad der Risikostreuung massiv erhöhen. Problem ist, das führt für Sie zum gefühlten Kontrollverlust. Und das ist die größte Herausforderung, die Sie als Anleger momentan haben. In der Konsequenz aber, wir müssen uns nicht bewegen, um mehr Rendite zu generieren. Das ist hoffentlich ein Nebenprodukt, sondern wir müssen uns bewegen, um unser Rendite-Risikoprofil nicht zu verschlechtern. Also dementsprechend würde ich sagen, wer sich nicht bewegt, verschlechtert sein Risikoprofil im Vergleich der letzten Jahre. Stichwort auch systemisches Risiko mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit, die niemand von uns kalkulieren kann. Sie liegt irgendwo zwischen 0 und 100 und das ist ja auch die beste Analysten- und Expertenschätzung, die in irgendjemand ging. Also das müssen Sie tun. Wie können Sie das tun? Werden Sie aktiv? Ein Beispiel haben Sie hier. Klar, unsere Kunden kennen das natürlich, oder Kunden von unseren Partnern, die auch im Webinar hier drin sind. Aber Sie können mal damit anfangen, sich aktiv mit Ihrer finanziellen Risikobereitschaft zu beschäftigen. Die kann man wissenschaftlich messen. Der Weltmarktführer kommt aus Australien. Wir stellen Ihnen das, zur Verfügung. Es werden keine persönlichen Daten abgefragt. Sie fordern das an. Sie schreiben uns eine Mail an info@ypos-fp.de. Schreiben Sie uns eine Mail, mit dem Stichwort Risiko. Dann kriegen Sie Zugangsdaten zugeschickt, dann können Sie diese 25 Fragen beantworten, bekommen im Anschluss direkt auch eine Ergebnisauswertung. Die können Sie dann auf Wunsch kostenfrei mit uns besprechen. Warum kostenfrei? Auch das ganz klar gesagt. Wir nutzen das natürlich auch, um Ihnen zu zeigen, wie ein Beratungsprozess bei uns aussehen kann, weil wir ja auch diejenigen von Ihnen, die noch nicht bei uns oder bei einem unserer Partner, die wir ja hier fachlich unterstützen, Kunde sind. Wir möchten Ihnen ja zeigen, okay, wie kann es sein, wenn Sie bei uns Kunde sind? Und ein Weg, ein erster Schritt ist dieses Thema finanzielle Risikobereitschaft. Im nächsten Schritt gleichen wir das ab mit Ihrem Depot. Also wir schauen uns an, passt Ihr Depot zur aktuellen finanziellen Risikobereitschaft? Und dann macht man mal einen Realitätscheck, passt das alles zusammen? Bis zu dem Punkt, muss man ganz klar sagen, ist das alles noch kostenfrei? Wir verbuchen das als Marketing Aufwand an dieser Stelle, weil Sie müssen ja mal überhaupt die Möglichkeit haben, sich einen Eindruck zu unseren Beratungsleistungen zu machen. Und wenn Sie dann sagen, okay, das passt, dann definiert man die Art der Zusammenarbeit, die von einer einmaligen Projekttätigkeit natürlich bis in die laufende Betreuung gehen kann. So, meine Damen und Herren, nach dem Werbeblock darf ich mich für Ihre Teilnahme bedanken, auch dass Sie so mutig und zahlreich die Fragen hier bei meinen Kurzumfragen beantwortet haben. Und nun würde ich den offiziellen Teil beenden. Das heißt, wir beenden auch die Aufzeichnung, die wir Ihnen im Nachgang zur Verfügung stellen. Und wenn das beendet ist, haben Sie die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen, die wir dann sozusagen in der kleinen Runde hier noch diskutieren können. Ansonsten für alle anderen, die uns verlassen, denen wünsche ich noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen. Und der Rest kann jetzt gerne mit Fragen beginnen.